Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge EU4 mit Schottland. Und so, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen das Ganze. Lass mal erstmal laufen, dann gucken wir, was passiert. Könnte natürlich sein, dass Frankreich eventuell uns angreift. Also was noch cool wäre, wenn wir Pommern vielleicht noch ins Bündnis holen. Die sind nämlich recht stark, wie es scheint. Ach, dazu müssen wir erstmal Beziehungen verbessern. Die sind nämlich nicht so tolle. Vielleicht kann man dann ja da noch was rausholen. So. Schauen wir mal. Wann können wir wieder angreifen? Was haben wir gesagt? 1504. Okay. Zu wenig Rivalen. Dänemark. Eine Idee. Die haben uns ja eh als Rivalen. Würde ich sagen. Dänemark. Frankreich könnte man natürlich auch. Weil die Osmaner sind auch mit denen nicht so gut Kirschen essen. Beziehung. Ja. Ist immer noch nicht stark genug für die. Nehmen wir Dänemark. So. Damit wir ja. Da müssen wir auch ein bisschen was reinpumpen. Eigentlich. So. Schaut es denn so mit der Armee aus? Können wir da noch ein bisschen was machen? Hier könnten wir zum Beispiel noch einen. Oh, wir sind schon drüber. Das ist natürlich nicht so prickelnd, ne? Ja, kostet halt ein bisschen mehr jetzt. Wegen der Kriegsreparation von zwei Leuten bis 98. Das eine ist fast zu Ende. Okay. Die Korruption mal weg. Ja, sehr schön. Wieso? Unausgeglichene Forschung. Ja, ein bisschen, ne? Brauche schon noch ein bisschen mehr Admin-Punkte. Oh, da investiere ich ja schon kräftig. Ist natürlich ungünstig. So, was mit dir? Achso, ich wollte ja mal schauen wegen den Dingens. Wir haben ja halt kaum Einfluss. Das bringt, glaube ich, nicht viel, wenn wir da jetzt groß was verlegen. Mit der wir Handel schützen so lang. Lübeck würde was bringen. Okay, schicken wir die mal dahin. Dann schauen wir mal. Ob das was bringt. Schneller das Ganze. Ah, nicht wirklich was. Naja. Hier müssen wir mal die Dinge ausbauen, glaube ich. Oh, hier ist noch gar kein Bürger drin. Das geht natürlich so nicht. Ist hier einer drin? Ja, da ist einer drin. So, schaut es denn hier aus? Truppen. Brauchen wir erstmal nicht. Da können wir nicht. Da können wir auch nicht. Okay. Nachlassende Produktion. Ja. Ja. Nicht so toll. Ich habe genug Inflation. Ah, jetzt kriegen die hier schon Infos. Sind die schon voll auf Entdecker? Hast du so? Auch Entdecker? Okay. Ich habe ja gerade mal eins, ja.
Ist ja witzlos. Die sind immer noch exkommuniziert. Kann man das irgendwie nutzen? Wie alt ist denn der überhaupt? Ach, muss ja hier gucken. 64, oh, der stirbt wohl bald. Ja, ich habe zwar nur einen, aber 27% Chance. Als eine Küchenstadt auch recht hoch. Müssen wir mal gucken. So, wie schaut es denn da aus? Pommern, gewinnst du? Sieht stark aus. Masowien. Ah, hier. Okay. Wo ist denn der gerade? Was macht denn der? Masowien, Brandenburg. Der hat unsere Häfen blockiert. Holland wäre noch ein guter Verbündeter. Und Pommern. Aber wir haben schon einen Haufen, das ist das Problem. Ich nehme die Admin, bisschen Inflation. Das nützt leider nichts. Ach so, ja, das ist okay. So, was macht denn jetzt Pommern? Wo hat denn der seine Armee? Oh, die haben die Provence annektiert. Mhm. Und wen hast du nur noch so... Oh, die kämpfen gegen Mailand und Burgund. Okay. Das sollen die ja schnell geholt haben. Savoyen ist mit dem verbündet. Oder was? Hä? Wieso ist der mit im Krieg? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ach, Genua kämpft gegen Mailand. Und Genua ist mit Frankreich verbündet und Savoyen, okay. Das erklärt es natürlich. Erste Schiffe, yay. Ich bin begeistert. Kann man noch was machen hier? Nee. Oh, Diplo, können wir. Machen wir das mal. Eigentlich müsste ich hier als nächstes. Sonst wird das ein bisschen teuer. Weniger Baukosten natürlich auch ganz praktisch. Und ja, welche Flottenmoral. Ja. Das ist okay. Ja, ist halt die Frage, ne? Bauen wir was? Was können wir denn bauen? Mehr Steuern, das wäre ganz praktisch. Ja, machen wir das mal so. Dann ist das hier einiges billiger. Oh, da haben wir noch nicht mal Dingens drin. Machen wir es mal so. Bauen wir erstmal hier Marktplätze. Ja, jetzt kommt ihr und wollt Geld. Ich glaube, ihr spinnt. 1504. Ja, das können wir, glaube ich, aushalten.
So, Utrecht haben wir beziehungsweise verbessert. Das waren die hier. Gut. So, was habt ihr jetzt genommen? Habe ich nicht gesehen. Scheiße. Das haben sie genommen, ha? Huh? Glaub schon. Ja. Ach, wir haben schon Beziehungen verbessert, oder was? Tatsächlich. Ach, das sind wir ja schon dran. Okay. Böhm. Ah. Ja, eigentlich ein ganz guter Verbündeter. Wollen wir mit Holland ein Bündnis machen? Was haben wir noch? Ja. Machen wir das mal. Obwohl. Pfalzzimmer. Sachsen, Köln. Ah, Mainz-Braunschweig, Sachsen, Brandenburg, Nürnberg und Salzburg. Sind auch mit Böhmen verbündet. Mal da mal die Beziehung verbessern. ...1504, okay, muss mal ein bisschen warten. Ich möchte nicht, dass Frankreich gegen mich irgendwie einen Beleidigungskriegsgrund erhält. Habe ich keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Ist England nur unser Rivale, ja. Und ihr meine Beleidigung schicken? Ah, wir haben keine Dingens. Nee. Aus, zusammenziehen. So, ein paar Kriegsschiffe. Ah, das sind die ersten. Die sind beide schon weg, beide Kriegsreparationen. Okay. Ein Britzgemahl des Volkes. Ah ja. Und nur haben wir keine. Dann nehmen wir lieber die Legitimität. Die ist nämlich dringend nötig. Voll schlecht. Da läuft. Jetzt können wir noch in Köln ein bisschen verbessern. Ich schon wieder. Mehr Inflation. Ei, ei, ei. Oh, General ist tot. Das ist nicht so toll. Nahkampf plus 1 erhöht, wegen schottischen Tradition, okay. Ah ja, das ist gut, eigentlich. Kann man da schon den nächsten nehmen? Nee. Beitrag erbitten. Nee, ich finde nicht, dass sie noch unloyaler wären. Ja. Das sieht doch gut aus. Ich habe zu viel Anführer, okay. Ah, können wir das mal so machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, nach oben. Was wir da jetzt verdienen in der Nordsee? Ja, ein bisschen gestiegen. Immerhin. Kostet das jetzt eigentlich weniger? Nee. Schade. Hätte gedacht, es kostet weniger.
So, schick man dich mal hin. Friesland. Da müssen wir ein bisschen Beziehungen verbessern. Wenn es wieder in den nächsten Krieg geht. Warum wir ja nicht so viel aggressive Expansion haben, ne? Die Spanier haben aber auch nicht viel drum. Das ist die Kastilianer. Die haben ja so viel wie die Savoyner. Ah, da macht sich Frankreich breit. Das ist echt ein Problem, wenn die so stark werden. Ich muss erst stark werden. Das könnte sich echt noch ziehen. Kolonialismus. Kolonialischer Austausch. Schauen wir doch mal. Bestimmt in Kastilien, oder? Nee, in Frankreich, na geil. Das darf nicht wahr sein, oder? Die haben so ein Glück mit dem Scheiß. Das nervt. Warum? Ist das so schwach hier alles? Eigentlich nicht. Das nervt. Ich könnte ein Bündnis mit Portugal machen. Ich könnte so viele Bündnisse machen. Ja. Noch mehr in die nächste Stufe. Auf jeden Fall dann höher. Ah, kommen wir jetzt schon näher dran ans Einheitenlimit. Sehr schön, weil die Autonomie überall ein bisschen sinkt. Geht bast. So, könnte ich auch mal stilllegen, dann können wir die nämlich zusammenfassen. Sparen wir uns erstmal das Geld. 1504, okay. Haben wir noch ein bisschen Luft. Wie viele Truppen hat eigentlich England so? 45.000 die Franzosen, okay. England hat nur 15.000, das ist gut. Keine Artillerie. Distanzische Reformation. Wo ist sie denn? Da unten? Okay. Da kann man noch ein bisschen warten. Das wäre eh schon viel zu weit. Ich will gerade, ob wir hier noch einen einstellen sollten, vielleicht. Irgendwas günstiges. Also wirklich günstig ist ja nichts. Kann man sich nicht wirklich was leisten, außerdem vielleicht. Nochmal die Inflation etwas reduzieren. Das wäre ganz praktisch. So, tun wir hier nochmal was investieren. Damit wir hier hoffentlich mal Papst sind. Das wäre ganz cool. Wie steht denn eigentlich England zum Kirchenstaat? Schauen wir doch mal. Kirchenstaat. Ah, die steht so gut da. Okay. Ja, es macht nichts, wenn wir da die Ansprüche verlieren. Wir haben noch genug davon. Und hier haben wir nicht mal eins geschafft. Ja, vielleicht im nächsten. Mal gucken.
Merkantilismus nehme ich gerne. Weil wir ein bisschen Punkte opfern mussten. Aber ist okay. Oh Mann. Die Inseln. Neue fassende Rekrutierung. Nur Rekrutenreserven. Mehr Professionalität. Ja, gerne damit. Aber wenn wir gerade nicht trainieren können. Ja, können wir noch ein bisschen warten. Noch brauchen wir keinen neuen General. Wenn wir so gut wie keine Armee reduzieren. Das ist schon nervig. Ich muss hier erstmal die nächste Stufe nehmen. Es nützt alles nichts, bevor es wieder zu teuer wird. Da komme ich nicht drum rum. Erfolgreiche Bürokratie. Müssen noch 2 Monate warten. 3. 4. Ah, Waffenstillstand ist zu Ende. Ist sehr gut. Ah, schwierig. Nicht jetzt. Bis wann haben wir das? 15.03? Okay, warten wir noch ein bisschen. Triumph des Klerus. Boah. Kostenstabilität. Ja, ist okay. Ich werde es überleben. Hoffe ich mal. Eine Spende. Wollen wir das mal machen? Dann machen wir ein bisschen mehr Papsteinfluss. Will ich protestantisch werden, ist die Frage. Eigentlich nicht. Ich will ja Kastilien auf meiner Seite haben und die sind immer schön katholisch. Muss dann nicht sein, ne? Ketzerei! Sehe ich auch so. Dieser verdammten Ketzer. Die haben die Hand abgebrochen, die Schweine. Oh, wir sind immer im Limit. Sehr gut. Passt. So, wir können das mal aktivieren. Diplomat abberufen. Wann haben wir gesagt? 1504 Juni, okay. Was kostet denn der Spaß? Okay. Da werden wir wieder einen Kredit brauchen. So. Können wir hier bei den kleinen Blips noch? So. Oh. Frankreich hat keinen Nachfolger. Und die mögen uns nicht. Das werden wir aber nicht mehr wegbekommen. Wow. Trastrama kommt nach. Also wenn die eine PU ja irgendwie bekommen, dann ist das richtig schlecht. Bisschen Nachstärke, Kostenstabilität, mehr Papsteinfluss.
Nee, haben wir nicht. Muss jetzt sein. So, schauen wir, dass wir die Schiffe repariert kriegen. Das hat England so. Die stehen etwa gleich groß, bisschen besser. In Frankreich 8, 9, 14 Transportschiffe. Ja, mit der französischen sollten wir es eigentlich aufnehmen können. Beim gegebenen Zeitpunkt natürlich. Ah, okay, die Admin. Machen wir das gleich mal. So. Der Dingsbums-Akt. Mehr Steuer, mehr Sonarstärke, wunderbar. Oh, das hier können wir gleich mal ausschalten. Wir wollen keine Briten werden. Überhaupt nicht. Wie viel können wir denn hier ansammeln? Ja, das steigt auch nicht. Oh, ist gleich voll. Apropos, wie schaut's denn da aus? Nicht gut. Kriegt man das gesteigert irgendwie? Nee, überhaupt nicht. Na, toll. Ich blicke gerade, ob ich hier ein bisschen Militär rein investieren soll. Machen wir das mal. Für mehr Truppenstärke. So, Lübeck. Kann man mal Beziehungen verbessern. Ist ja alles eher mäßig da oben an der Küste. Ja, ich wäre es fast nehmen müssen. Befürchte ich. Jetzt checkt wieder die Korruption. Nervig. Kastilien hat auch keinen Nachfolger. Wirklich? Sie haben die jetzt alle keinen Nachfolger mehr. Wow. Die habt auch keinen. 43, 55. Ich hätte jetzt sehr gerne eine neue Staatsehe mit Kastilien. Aber das wird leider nichts, befürchte ich. Ich müsste höchstens die absetzen. Ah, die hat gute Werte. Das ist halt doof. Ich kann die nicht mal absetzen, weil ich Legitimität von mindestens 50 brauche. Okay. Oh Mann. Ich kann ja gar nichts da machen. Landkirche oder Konduta? Ich bin den ja. Ein bisschen besser. Hussitische Heretiker. Was machen wir das? 15.
1712. Das ist ärgerlich. Wir erhöhen mal die Autonomie. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Ach ja, komm. Eine Legitimität können wir nicht verlieren. Wir haben so schon keine mehr. Bauernkrieg, Bauernkrieg. Sag mal. Was ist denn da los? La Plata. Okay. Waffenschildern ist zu Ende. Sehr schön. Ich hätte gern Kastilien eine Dingens. Aber geht leider nicht, weil wir kein Prestige haben. Das wird ja dann auch nichts bringen. So, ich wollte hier das Ding mal erhöhen. So. Die Flotte kann erstmal da bleiben. Die ziehen wir auch mal zurück. Das Teil können wir aktivieren. Dann ist er soweit startklar. Lassen wir die noch erholen. Den Makatriga den Krieg erklärt. Okay. Und dann können wir gleich die Leute zurückrufen. Ein Diplomat zumindest. Nein, jetzt nicht. So, hast du deine Festung aus? Ja, hast du. Das ist sehr gut. Mal hier rüber. Wo kannst du da stehen bleiben? Das ist ja wurscht. Obwohl, machen wir es mal so. So, ich muss einen zurückrufen, ne? 9 Tage. Frage, schafft er es in der Zeit darüber? Müssen wir testen. Ah, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt wieder Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und gerne Like da lassen. Freue ich mich immer. Ne? Abonnieren wäre noch Schatz. Habe ich nämlich gesehen. Das sind einige, die nicht abonniert haben. Könnt ihr ruhig mal machen. Nichts mehr zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.